machen wir mal wieder nach langer Zeit einen kleinen Shopping-Stream. Wir können ja mal gucken, ob Onkel Monty was für Schönes für sich findet oder vielleicht auch für die Dame. Nicht, dass das mir wieder später vorgeworfen wird. Ich weiß natürlich, wo es im Hauptfokus drum ging. Aber wir werden hier unverhältnismäßig teure Sachen kaufen, die mit der Realität, mit dem normalen Leben nichts zu tun haben. Das heißt, es kann auch mal sein, dass ein Pullover für 800 Euro im Warenkorb landet. Habe ich den Bezug dann zur Realität verloren, zum Geld? Ja. So, da wollen wir gucken bei Herren. Gucken wir mal bei Gucci. Was haben die am Start? Sortieren nach Neuzugänge. Den, da sehe ich mich definitiv direkt in den Warenkorb. Kappa. 592 Euro. Was haben wir denn hier noch? Harnisgürtel mit Horsebi-Detail. Ist das ein Gürtel, Digga, den du dir am Hals noch festmachen kannst? Digga, ist Gucci jetzt in Sexspielzeugindustrie mit eingestiegen oder was? Schade, dass da keine Beispiel-Dinger sind, wie die Leute das tragen. Was haben die denn noch so am Start? Ich muss aber auch sagen, dass Gucci zum Beispiel sehr viele geile Frauensachen hat, die ich mir auch gekauft habe, die halt so unisex sind. Warte mal. Digga, der sieht, ist natürlich am Ende des Tages eine Geschmackssache. Ich finde, der sieht ziemlich fresh aus, aber ich bin nicht so ein Freund von diesem Material. Das ist so, nee. Die Kombination an für sich, der Hoodie und die Hose werden schon geil, aber dieses Material finde ich nicht geil. Also ich weiß nicht, wie nennt man das? Das ist so ein Opa-Look. Beides zusammen nur schlappe 3,8. Zweimal gewaschen, dann Fussel am Start, das kannst du gut haben, ja. Müssen wir eigentlich mal eine neue Jeans bestellen, Digga, von Gucci. Wir können ja mal, genau, von Gucci will ich mal eine Jeans bestellen. Ich habe mir zwei Stück, ach Bruder. Also der traurige Real Talk ist, ich habe mir 4 oder 5 Gucci-Hosen, Jeans bestellt. Und eine trage ich, Digga. 4 habe ich verschenkt, glaube ich, oder 3 habe ich verschenkt. Eine ist zu lang, die andere passt. So, dann gucken wir mal, warte mal. Kleidung. Digga, ich habe so einen Schlaganfall gerade. Hosen. Und dann Buntfalthosen, Chinos gerade, oder ist das, hä? Digga, ist hier kein Dings, Jeans oder was? Oder ist das bunt, hä? Hä? Wo sind denn hier die Jeans, Junge? Ich war auf Jeans drauf. Jeans? Achso, jetzt. Achso. Ah, oh, perfekt, Digga, beste Leben. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich aber dieses andere drin, Digga. Wenn du damit losgehst, Bruder, dann bist du der King. Die sieht doch nicht schlecht aus. Ja, aber Bruder, die hat so Wasser. Das gibt, Digga, das ist, die hat so Hochwasser, Digga. Die soll normal sitzen, weißt du, wie ich meine? Einfach eine normale Jeans vom Schnitt her. Die sieht doch ganz gut aus. Und die sieht auch ganz gut aus. Die hat doch einen normalen Schnitt, oder? Boah, die muss ich sagen, fühle ich, Digga. Die finde ich geil. Die hat auch einen normalen Schnitt. Die finde ich noch geiler. Ich mag diesen hellen Jeansstoff, Digga. Die finde ich hübsch. Die finde ich hübsch, Digga. Zu hell? Ja, ist eine Geschmackssache. Ich mag die, also hört sich jetzt doof an, die meisten Leute wissen das gar nicht mehr. Die erinnert mich so an die gute alte Zeit, von den Picaldi-Jeans früher. Okay, Bruder, jetzt, ich bin völlig überfordert mit der Größe. Na, Bruder, perfekt, dass hier auch nicht steht. Ach, ich hasse es. Ja, Bruder, ich brauche einen Größenhinweis. Größentabelle. Ach, perfekt. Ich muss mal kurz gucken, welche Größe ich genommen habe in der anderen Jeans. Aber also die Gucci-Jeans sind alle unterschiedlich geschnitten, Digga. Es war einer der demütigsten Momente, die ich hatte. Ich hab mir, vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern. Ich hab mir mal 2 oder 3 Jeans auch im Stream bestellt. Ich hatte gesagt, ich zieh sie im Stream Probe an. Ich hab aber nicht so lange durchgehalten und hab so voller Vorfreude die von meiner Freundin angezogen, weil endlich mal Jeans und so mal schick vor ihr zeigen. Ich wurde noch nie von einer Frau so ausgelacht. Die hat mich so ausgelacht, weil Digga, die Dinger haben alle nicht gepasst. Die haben mir so die Eier abgeschnürt, obwohl ich meine normale Größe bestellt habe. Sie hat mich so ausgelacht, sie hat es in Tränen ausgebrochen und hat Tage später noch immer wieder, wenn sie dran denken musste, gelacht. Mir ging es einfach nicht gut. So ein Ding ist das. Ach, wie soll ich jetzt die Bestellung finden, ey? Bin kaufsüchtig, sag's so, wie es ist, Digga. Bin absolut kaufsüchtig. 1600 Euro für Duftkerzen von Gucci. Perfekt. Wir machen Folgendes. Ich werde jetzt mal ganz kurz die Gucci-Hose holen, die ich habe, und mal schauen, welche Größe die hat. Dann muss ich nicht ewig in der Bestellung rumkramen. Bin sofort wieder da. Die gute alte Gucci-Jeans. 38. Guck mal, soll ich mal anziehen? Ja, ich kann die mal anprobieren. Also anziehen, Moment. Ja, ja, aber kommt auch jetzt ein bisschen Dulli rüber, Digga, in der Zockerecke, ne, mit der Jeans.
Ungewohnt, oder? Aber ich sag euch ehrlich, die sieht schön aus. Sie sieht gut aus. Ich kann ja Jeans tragen. So, es ist ja nicht so, als wenn ich keine Jeans trage. Ja, piss dich, du! Ich muss es ehrlicherweise sagen, in diesem Bereich fühle ich mich einfach nicht so wohl. Es ist so eng. Und dann habe ich halt einfach das Problem, Digga, wenn ich mich hinsetze. Oh, Digga, Alter. Dann muss ich aber sofort, Bruder, den Gürtel aufmachen. Oh, und am besten noch den ersten Knopf. Dann geht's. Aber ich kann ja nicht so immer rumlaufen mit... So, ich zieh ihn mal kurz um. Naja, ich will mal so sagen, die Leute... Jeans sieht schon nicht schlecht aus, ist klar. Aber die Leute, die auch jeden Tag gefühlt nur Jogginghose tragen, die werden halt nachvollziehen können, dass Jeans halt schon irgendwo auch unbequem sein kann. Oder nicht, also sagen wir es mal nicht unbequem, aber Jogginghose ist definitiv bequemer. Okay, also die hat Größe 38 war das, ne? Größe 38, 175, 86a. Digga, da frage ich mich auch. Warum schreibt man da nicht einfach XLLSM rauf, Digga? Warum muss man die Pisse immer so kompliziert machen? Gehen wir mal da rein. So, gibt's die in 38? Abfahrt. Hm. Und wisst ihr, was ich an der Jeans auch richtig gerne mag? Du kannst, ist natürlich eine Geschmackssache, du kannst sie auch so ein Stückchen hochkrempeln, dann hat sie hier im Bund noch die Gucci-Streifen. Das sieht, wenn du die passenden Schuhe dazu noch hast, irgendwo mit Rot oder Grün oder so, oder irgendwie eine Bauchtasche, das ist ganz nice, Digga. Der Gürtel ist heftig, ist auch ein Gucci-Gürtel einfach ganz normal. Hier ist sie doch. Da ist die Hose doch. Du kannst viel nicere Jeans bekommen für viel weniger Geld. Ja, Bruder, alles gut. Aber ihr solltet bitte verstehen, bei den Shopping-Streams ging es nie darum, auf das Geld zu achten, sondern man hat sich das gekauft, wozu man Lust hatte. Entweder man feiert es oder nicht, aber wir sind jetzt nicht hier. Wir kaufen uns das, worauf wir Lust haben. Das war immer die Intention hinter Shopping-Stream. Das haben wir schon immer so gemacht, Digga. Klar kaufen wir jetzt keine Jeans hier für 5.000, aber wir holen uns das, wozu wir Lust haben. Was ist das hier für eine Jeans? Die finde ich jetzt ehrlicherweise auch gar nicht verkehrt. Ist mal auch mal was anderes. Haben Sie die in der Größe? Schmutz! Das Model ist 1,86 groß und trägt Größe... Perfekt, danke dir für die Information, Digga. So eine mal? Ja, Bruder, ich tue mich da immer schwer mit so einem kaputten Muster. Ich weiß, das war mal Trend, Digga. Ist das geil noch? Oh, Bruder, ich wundere mich, warum mir so warm ist. Ich habe ja noch ein T-Shirt unter, Digga. Ich weiß nicht, die Hose ist jetzt nicht so... Ja, nee, Bruder. Da finde ich die schon. Die hat so einen dezenten Kapuzteil. Die hat so Hochwasser, ne? Hm. Dann gucken wir erstmal, ob sie in der Größe ist. Ach, scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, Digga. Jetzt habe ich keinen Bock mehr zu gucken, Mann. So, Polaroid Lorraine auch. Also, Bruder, also mag ich sehr gerne. Scheiß drauf, Digga. Da ist wieder nur Pisse. Scheiß auf Shopping.